Ja, guten Morgen, Leute. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich hier zu einer neuen Serie. Let's Play Together mit mir. Ich bin der Zarek. Aber ihr dürft mich auch ganz gerne Tobi nennen. Und mit, Pella. Der da. Ist gerade aufgestanden. Ja, das Bettchen ist halt noch immer so gut. Ach. Okay. Liebe. Ja. Wir machen heute ganz viel doofes Zeugs wieder und ihr seid herzlich dazu eingeladen, mitzumachen. Okay. Übrigens, Peter, gibst du mir auch mal ein paar Brote? Du hast bestimmt jetzt alle rausgenommen, ne? Ja. Haha, eins, zwei, drei. Übrigens habe ich noch eine gute Idee, was ich eigentlich Peter erzählen wollte, habe ich noch nicht gemacht, deswegen mache ich das jetzt einfach mal jetzt. Wir können ja schon mal nebenbei so ein bisschen anfangen. Ich muss einfach mal kurz anfangen, sonst weiß ich gleich nicht, was ich sagen wollte. Ich nehme mal eine Schaufel mit. Kann ich immer mal gebrauchen. Holz habe ich hier. Was nehme ich da mit? Was mache ich denn? Ich weiß nicht, was du machst. Ich baue mir jetzt da eine neue Dimension auf. Oder ist es nicht so gescheit? Ja, ich hatte eigentlich vor, das Grundstück ein bisschen zu erweitern noch, weil ich das im letzten Let's Play nicht so viel gemacht habe. Und ich wollte hier eigentlich noch eine Etage draufsetzen. Deswegen hat ich ja die Decke wieder umgewandelt in Holz. Ich baue da jetzt eine fette, Dingstein, wie ist das so? Mein, ja. So eine Mine. Oh, ey, diese doofe Tür, warum geht die immer wieder zu? Da musst du sie fragen. Also, ja, wenn sie reden könnte. Das wäre doch mal was. Ah, jetzt ist es schon so früh, also. Warum früh? Schon 14 Uhr. Ja, heute nehmen wir mal relativ früh auf, sonst haben wir mal so spät aufgenommen. Aber da heute Feiertag ist, ist es genau. Nicht egal. Heute ist der 7.6. Und bei mir fängt es wieder so ein bisschen an zu hängen. Wir haben uns jetzt so oft mit diesen doofen Zeugs beschäftigt. Und es geht wieder los. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob Fabs richtig eingestellt ist. Ja, eigentlich schon. So. Okay. Mach ich mal kurz alles aus, was ich nicht brauche. Kann ja Minecraft ausmachen, brauche ich ja nicht mehr. So, was mache ich denn jetzt? So. Okay. Ja, schlag mal ein Thema vor, Peter. Worüber reden wir heute? Ja, ich weiß nicht. Ich brauche ein Thema. Politiker, keine Ahnung. Lass uns lieber nicht mit Politik anfangen. Ich rede nämlich sehr, sehr gerne über Politik. Und außerdem können wir nicht richtig über Politik reden, weil ich kenne die Politik in Österreich nicht und du wahrscheinlich nicht so wirklich die in Deutschland. Ja, dann erzähl mal was. Ja, schlag mal ein Thema vor. Okay. Sag, schlag du ein Thema vor. Ich brauch was. Nehmen wir mal das Thema Wiedergeburt. Wiedergeburt oder Real Life? Was ist das überhaupt? Nein, was hältst du von Wiedergeburt? Was ich davon halte, also da wir eigentlich alle aus Materie bestehen, muss alles wiedergeboren werden. Genauso wie in Minecraft. Zum Beispiel, wenn man einen Schaf tötet, bekommt man Wolle. Also wird man als Wolle wiedergeboren sozusagen. Dann wird man dann halt zum Bett oder so. Das kommt ganz drauf an. Zum Beispiel, ja. Also du denkst jetzt, wenn ich jetzt sterbe, bin ich morgen im Bett. Oder wie kann ich das verstehen? Dann wirst du irgendwann mal so eine Erde sein oder wird dich irgendwann Blumendünger verwenden. So ein Idiot. Da werde ich von den Kühen ausgeschissen für die Felder, wa? Ja. Okay, ja, war's das jetzt schon? Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr zu dem Thema hören von dir. Nee, das... Genauso wie die christliche Kirche, wie sie alle dazu bringt, dass sie an Gott glauben, weil ja Gott so toll ist, also... Da irgendwie so bringen sie ja alle dazu, dass sie heile Welt oder sowas, die man eigentlich ja selber erschaffen könnte, wenn sich die Menschen ein bisschen so zusammentun würden. Also glaubst du nicht an Gott? Oder nicht an einen bestimmten Gott, sagen wir es so. Sagen wir so, ja. Ja, Latein war sogar ein Thema. Also ich bin zwar, meine ganze Familie ist zwar evangelisch erzogen und wenn ich jetzt irgendwie so sagen würde, ich würde jetzt, ich mach mal kurz die Musiken vielleicht mal ein bisschen leiser hier. Übrigens muss ich gleich, kannst du mich nochmal, wenn wir ein neues Thema so, kannst du mich mal an Musik erinnern, dann erzähle ich dazu auch noch kurz was. Wenn ich jetzt irgendwie mich entscheiden müsste, ob ich jetzt zum katholischen oder zum evangelischen oder sonst irgendeinem Glaube wechseln würde,
würde ich tatsächlich zum evangelischen Glauben wechseln. Unsere ganze Familie sind alles Evangelien. Ich wurde nicht getauft und ich habe auch eigentlich gar nicht so, ich muss jetzt auch nicht unbedingt getauft werden. Aber ich weiß auch nicht, also weiß ich nicht, wenn es irgendwie einen Gott geben würde, der so gut wäre, wie das immer alle sagen, die in die Kirche gehen, dann gäbe es nicht so viel Probleme am Menschheit. Und man kann nicht sagen, dass hier die ganzen Probleme, die es hier gibt, dass die alle beabsichtigt sind, damit wir da was daraus lernen oder sonst irgendwas. Das, Ne, so habe ich das jetzt nicht ganz gemeint. Ich habe ja eher gemeint so, dass es jetzt da die Leute zum Krieg anfangen, nur damit sie jetzt, ja, keine Ahnung, ein Stückchen Land kriegen oder so, weiß natürlich nicht. Ja, ja, gut, klar, ich kapiere das schon, die sind einfach geizig. Ach du Scheiße, ich habe 5, boah, eine Goldspitzhacke dient aber nicht lange. Ich habe 5 Eisen, 5 Steine abgehauen und schon so war sie kaputt. Ah, das ist Gold. Hast du noch Eisen? Also, ich brauche... Ach, ich habe noch Eisen. Kein Gold. Das müsst ihr... Gold ist nichts wert. Ich habe ganz vergessen, ich habe noch ein bisschen Eisen bei mir. Kann ich mir noch eine neue machen. Also, wenn ihr nach Minecraft geht, ist Gold nichts wert. Also, am besten gleich verkaufen. Wenn ihr in Real Life Gold habt, könnt ihr uns das gerne schicken. Ist halt nicht zu brauchen. Wir entsorgen euer Gold. Wir verarbeiten dann ihr Gold auf unserem Let's Play. Genau. Ja. Ja. Okay. Also jetzt haben wir 2 Themen schon durch in dieser kurzen Zeit. Thema Wiedergeburt und Thema Religion. Naja, eher Wiedergeburt. Naja, Buddhisten sind da auch ziemlich witzig, also. Warum Buddhisten sind witzig? Inwiefern findest du die witzig? Naja, wenn man dann am Schluss stirbt, dann ist man eine Katze. Ja gut, also jetzt mal, wenn ich jetzt mal so glaube, ich hätte das, ich würde das, das ist ja die ganz große Beunruhigung in der Menschheit, ja. Keiner weiß, was mit einem passiert, wenn man tot ist. Das ist das ganz große. Ich sag immer so, ich habe darüber schon oft gesprochen, als meine Oma damals gestorben ist und so weiter. Weißt du, dann kommt man halt auf solche Themen in der Familie vielleicht auch mal, ne? Und dann habe ich gedacht, ich habe gar keine Angst vorm Sterben direkt, weil irgendwann ist es vorbei. Das ist wie, als wenn du in einer Schlägerei bist. Du hast dann, du denkst vorher, ich will eigentlich gar nicht in eine Schlägerei, wenn du drinne bist, dann denkst du auch nur Augen zu und durch, fertig. Und, ich sag mal, vom... Ja, stell dir mal vor, also, wenn viele Leute erzählen, so die Typen, die ja so fast abgekratzt sind, dass das anscheinend so super sein soll oder so, keine Ahnung. Ach, das sind nur die, ich glaube, das glaube ich nicht. Ich glaube, erzählen die nur, um irgendwie Aufsehen zu erwecken, meiste. Also, wie gesagt, ich hab gar keine Angst, direkt vorm Sterben habe ich keine Angst. Ich habe eigentlich eher die Angst davor, was danach ist. Vor allem, du spielst Minecraft. Das Sterben. Du hast keine Angst vom Sterben. Du stirbst, verlierst den EXP. Oh nein! Das Sterben kenne ich hier schon. Ich weiß aber nie, was danach passiert. Also danach wirst du einfach wiedergeboren, hast du ja gesehen? Wenn du in der Single-Welt spielst, ist deine ganze Welt weg. Da musst du alles neu machen, siehst du? Und Hardware, stimmt, scheiße. Das wär scheiße. Ja, das habe ich ja gemacht, eine Zeit lang. Let's Plays im Singleplayer auf Hardcore. Ja. Oh mein Gott, und das sind wahrscheinlich dann immer wieder deine ganzen... Nein, ich habe ungefähr 20 Folgen aufgenommen, ja? Und die habe ich alle in einer Welt gespielt. In einer Welt und da wirst du immer wieder abgekackt? Nein. Wenn ich eine Single-Welt abkacke, dann ist die Welt neu. Dann bekomme ich eine neue Welt. Ich habe Eisen gefunden. So, nächsten... Spielst du immer Hardcore oder wie? Hä? Hast du immer auf Hardcore gespielt? Nee, nicht immer, aber die letzten Folgen auf meinem alten Kanal habe ich immer auf Hardcore gespielt. Tut mir leid, Leute, aber heute ist wieder mal die Welt gelöscht worden, da ich vorher leider abgekackt habe. Das war immer der Anfangssatz, als ich mein Let's Play nur angefangen habe. Ja, okay. Ja, noch ein Thema, wir brauchen noch ein Thema. Wir können ja mal das Thema RTL nehmen. Ja, komm, wir reden jetzt. Doch, warum nicht? Wir können auch mal ein bisschen über RTL diskutieren. Ich weiß nicht, ob das in den alten oder was in den anderen Let's Plays rausgekommen ist. Wir haben ja ganz schön über RTL gelästert. Wir haben euch dazu geraten, nicht RTL zu gucken. Wir können ja mal ein bisschen... Da RTL leider ein paar Nachteile hat, ja. Wenn man vor allem Minecraft spielt oder irgendwelche anderen Games... Aber wenn man einfach so ein Zocker ist. RTL mag keine Zocker. Es gibt nämlich ziemlich nette Reporter, die... Also, ja, kommt mal ins Bett. Da kann man nichts machen. Nett, ja, das ist RTL halt so. Oder? Stimmt's? Genau so ist es und RTL, es wird ja viel, kommst du mal bitte ins Bett, dass es wieder Tag wird. Über RTL wird ja viel gesagt und ich gucke RTL auch, ich gucke RTL nicht mehr, seitdem ich gehört habe, dass die
wohl bei dieser komischen Supernanny oder so Tiere mit Rattengift getötet haben. Habe ich gelesen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, ne? Aber es ist einfach eine Schande. Und seitdem habe ich wirklich auch RTL nicht mehr geguckt, brauche ich auch nicht. Ich habe genug andere Sachen zu tun. Ja. Oh, ich wollte auch gerade ZZZ schreiben. Kannst ja machen. Bis ein Tagträumer. So, dann kommen wir mal zum Thema RTL 2. Ja, was hältst du von RTL 2? Naja, ich schaue eigentlich jetzt nicht mehr so viel allgemeine Fernsehen. Habt ihr in Österreich RTL 2? Ja, toll, natürlich. RTL empfange ich eigentlich nicht wirklich oft, aber... Was hältst du von Deutschland sucht den Superstar? Scheiße. Ganz einfach. Ich mag keine Castingshows, weil, das weißt du, gerade Deutschland sucht den Superstar. Also, dass ich...